Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lesemonat von mir. Wir werden heute uns den Lesemonat Mai vornehmen und da ich ein Try-A-Chapter, was ihr ja schon gesehen habt, online gebracht habe, habe ich natürlich auch nicht nur viele gelesene Bücher, sondern auch viele abgebrochene Bücher. Ich habe mir gedacht, dass wir als erstes die Try-A-Chapter-Bücher durchgehen. Vier von fünf habe ich quasi beendet oder abgebrochen. Bei einem bin ich noch dabei, es zu lesen. Das kommt dann im nächsten Lesemonat. Ich würde anfangen mit dem Buch, das unter meinem Try-A-Chapter die meisten Kommentare bekommen hat, was ich nämlich abgebrochen habe. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich rede nochmal über das Buch und gleich am Anfang, weil da ja die meisten zuschauen, und lasse euch einfach nochmal drüber abstimmen in den Kommentaren, ob ich das Buch bis zum Ende lesen sollte und es doch nochmal probieren sollte oder ob ihr sagt, nee, ist nicht dein Ding, brech es ab. Von was ich rede, ist Der Name der Rose. Im Video sage ich immer Im Namen der Rose, glaube ich. Also das hatte mehrere Titel, es gibt auch Arbeitstitel und es gibt verschiedene Verfilmungen davon. Und da variiert der Titel ein bisschen. Ich versuche es ein bisschen hier im Der Name der Rose zu halten. Es ist auf jeden Fall von Umberto Eco und es ist ein Buch aus dem Buch der 1000 Bücher, weshalb ich es eigentlich unbedingt lesen wollte. Zur damaligen Zeit, ich glaube es ist in den 80ern rausgekommen, war es total gehypt und sehr lange in den Bestsellerlisten, aber es ist einfach nicht mein Fall. Es ist ein Krimi, es ist ein historischer Roman und die Ausführungen sind ewig lang. Das sind drei Dinge, die ich überhaupt nicht mag. Und ihr müsst mir jetzt sagen, wie ihr das schon gelesen habt, ob es trotzdem was für mich ist. Also ob das, obwohl ich diese drei Dinge nicht mag, ob ihr es trotzdem empfehlen könnt zu lesen. Ich habe mir eigentlich überlegt, weil die Geschichte ist schon irgendwie interessant, komme ich gleich noch drauf. Aber mich reizt einfach der Schreibstil überhaupt nicht. Und ich dachte, ich könnte vielleicht auch den Film gucken. Gibt es jemand, der den Film kennt und das Buch und könnte mir mal sagen, ob da vielleicht auch einfach mal der Film ausreichend ist? Ja, also ich habe das Buch angefangen und es ist so, dass es sehr krass lange Vorworte gibt oder ein Vorgeplänkel. Am Anfang wird beschrieben, wie diese Geschichte quasi gefunden wurde, das Buch, in der diese Geschichte steht. Und dann sind wir schon auf Seite 17, kommt der Prolog, wo es historisch eingeordnet wird. Das Buch spielt im 14. Jahrhundert. König Ludwig will Kaiser werden. Und der Papst ist äußerst korrupt. Also das wird in dem Prolog nochmal gesagt. Und dann kommt nochmal ein Kapitel, wie die einzelnen Kapitel eingeteilt sind. Also zum Beispiel, es fängt mit Prima an. Das ist die erste Stunde des Tages und die geht gegen 7.30 Uhr los, kurz bevor es hell wird. Und das nächste Kapitel heißt dann Tertia, die dritte Stunde, und ist gegen 9 Uhr. Und so sind eben diese Kapitel unterteilt. Und ich glaube, es spielt alles innerhalb von einer Woche und da wird eben ein Mordfall gelöst. Also Bruder William kommt in diese sehr reiche Abtei. Und ja, in dem Abend oder in der Nacht, in der sie ankommen, springt oder wird ein anderer Bruder aus dem Fenster geschmissen, gedrängt, man weiß es noch nicht. Auf jeden Fall gibt es einen Todesfall und es wird sehr schnell klar, dass es ein Mord ist. Und ja, Bruder William scheint ganz besondere Fähigkeiten zu haben. Und ja, er ist eben ein moderner Sherlock Holmes und führt das auch so ewig aus, wie er da auf irgendwelche Schlussfolgerungen kommt. Und das ist mir eben einfach zu ausschweifend. Und ja, ihr wisst ja, Krimis sind überhaupt nicht mein Fall. Und das ist halt ein Krimi, der vor 40 Jahren geschrieben wurde, der vor 600 Jahren spielt,
irgendwie reizt mich so gar nichts an diesem Buch. Im nächsten Try a Chapter habe ich F von Daniel Kehlmann gelesen. Ich werde jetzt nicht mehr so viel zu Daniel Kehlmann sagen, weil ich wirklich ausführlich auf meinem Kanal über ihn schon oft gesprochen habe. Und ja, wir werden nicht mehr warm miteinander. In dem Buch geht es um einen äußerst unsympathischen Familienvater, der eigentlich Autor werden möchte und dann mit seinen Kindern an einer Hypnoseshow teilnimmt. Und scheinbar schafft dieser Showman, dieser Hypnotiseur, ihm einzureden, dass er alles daran setzen muss, um ein erfolgreicher Autor zu werden. Nach dieser Begegnung fährt er die Kinder nach Hause, setzt sie einfach ab, räumt das Konto leer, packt seine Koffer, geht und hinterlässt auch nur eine Nachricht mit. Er möchte seine Kinder erst wieder sehen, wenn sie erwachsen sind, und er macht jetzt sich zum Bestsellerautor. Ja, ich finde daran nichts interessant. Ich finde, das ist ein echter Scheiß-Move von diesem Mann. Und ich hatte jetzt schon so viele unsympathische Charaktere bei Daniel Kehlmann. Ich finde, bei der Vermessung der Erde war das noch sympathisch, aber bei allen anderen Büchern kann ich es einfach nicht abhaben und er ist jetzt bei mir raus. Ich habe Twig angelesen, Twig im Dunkelwald, die Klippenlandchroniken. Das ist ein erster Teil eines Kinder- und Jugendbuchs. Ja, es ist wunderschön aufgemacht. Ich kann euch mal ein paar Einblicke zeigen. Hier gibt es so eine Karte und es gibt wirklich super viele Illustrationen. Also da spart das Buch überhaupt nicht dran. Man kann sich da auch nicht satt sehen. Auf fast jeder Seite gibt es da was zu sehen und aufgemacht ist dieses Buch wirklich wunderschön. Worum geht es? Twig ist ein kleiner Waldtroll. Man kann ihn hier oben sehen, beziehungsweise er ist bei den Waldtrollen aufgewachsen und erfährt jetzt, dass er eigentlich nur ein Findelkind ist und eigentlich gar kein Waldtroll ist. Bei ihm waren wohl die Luftpiraten und sie wollten ihn haben und deswegen sagt die Mutter, du musst zu deiner Cousine aufbrechen, durch den Dunkelwald, ganz alleine. Und ja, was soll ich sagen, Twig kommt niemals an, er verirrt sich im Dunkelwald und erlebt wirklich ganz viele Abenteuer. Aber diese Abenteuer, ich weiß nicht, sie sind schon spannend, aber ich finde sie teilweise für ein Kinder- und Jugendbuch zu eich. Also meiner Meinung nach müssten die Kinder mindestens 12, wenn nicht sogar 14 sein. Also ein Kinderbuch auf keinen Fall, eher ein Jugendbuch. Und ich mag die vielen verschiedenen Gesetze, die in dieser Welt gewebt werden. Ich mag die tollen verschiedenen Figuren und ich mag, dass diese ganzen Völker so ihre Eigenheiten haben. Aber irgendwie baut sich diese Geschichte nicht auf. Also man weiß von Anfang an, wohin die Geschichte führt und dahin führt sie auch. Also es gibt einfach nur Hürden, die ihr überspringen muss, wo es sich aber selbst weder weiterentwickelt, noch Gefährten findet, noch sonst irgendwas passiert. Also die erste Hürde, die er nimmt, die finde ich noch sehr sympathisch. Das erste Abenteuer, das er erlebt, da passiert auch noch irgendwie was. Und danach nimmt es für mich steil ab. Und ja, ich glaube, ich werde diese Serie auf jeden Fall nicht weiterverfolgen. War ganz nett, ich habe es gelesen. Ich würde dem Buch von einer Schulnote eine 3, eine befriedigend geben. Aber mehr war es dann halt auch nicht. Leute, heute ist nicht mein Tag. Technisch funktioniert nicht alles, aber wir lassen uns davon nicht beirren. Wir machen weiter. Und zwar dachte ich, wir machen mit der Anna Gawalda weiter. Ein geschenkter Tag, eine kurze Novelle. Und hier geht es um 4 Geschwister, die zu einer Hochzeit noch einmal zusammenkommen. Es gibt leider nicht wirklich einen roten Faden. Die Geschwister springen zeitlich mit ihren Gedanken in die Vergangenheit, wieder in die Gegenwart. Auch das, was erzählt wird oder worüber gesprochen wird, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Da ist zum Beispiel die Schwägerin
Karina heißt sie, glaube ich. Und über die wird ordentlich hergezogen, weil sie über andere Leute richtet. Aber ich finde, das Herziehen über Menschen ist nichts anderes, als auch über sie zu richten. Und das finde ich äußerst problematisch, wie innerhalb von einer Familie über eine Person in der Familie, auch wenn sie nur eingeheiratet ist, wie über sie gesprochen wird. Der Roman steht hinten drauf, soll eine Zeitreise sein. Es ist eine Zeitreise in die Kindheit, die so in den 70er Jahren, glaube ich, stattfindet. Für mich war da kein Nostalgiefaktor. Vielleicht bin ich auch einfach zu jung, aber es hatte rote Fäden gefehlt. Sprachlich war es okay, aber dieses Umherspringen in verschiedenen Ereignissen und dann wieder drauf zurückzukommen, hat mir nicht so gefallen. Ich habe mir davon versprochen, dass es einfach so ein Geschwister untereinander, wie sie miteinander umgehen, dass das einfach so ein bisschen was Besonderes in dem Buch ist. Ich habe selber zwei Geschwister, aber das, ja, hat ab und zu mal durchgeblitzt, aber war mir einfach dann zu wenig. Aber ich muss sagen, das Buch hat mich wieder versöhnt, als ich hinten gelesen habe, wie es entstanden ist. Und zwar sollte das Buch eigentlich nie als Buch erscheinen. Es war lediglich dafür gedacht, ein kleines Weihnachtsgeschenk für einen Buchclub zu sein und deren Mitglieder. Und es wurde oft danach quasi gefragt und es wurde im Internet mit sehr hohen Preisen gehandelt und deswegen hat dann halt der Fischer Verlag und die Autorin gesagt, dass sie das einfach nochmal als Buch rausbringen für alle Leute, die es lesen wollen. Und dafür ist es dann wieder okay. Ich habe ja von Anna Gavalda aktuell ein anderes Buch, das ich lese. Das ist so eine Fischer Pocket-Ausgabe, die ich immer dabei habe, die ich dann manchmal, also das Buch hat über 700 Seiten, glaube ich, in meiner Pocket-Ausgabe. Das werde ich auf jeden Fall noch ein paar Monate dran lesen. Ich bin da erst auf Seite 100 oder so. Das ist mein To-Go-Buch, das ich immer mal beim Arzt oder so lese, wenn ich irgendwo warten muss. Das dauert noch ein bisschen, aber ja, wenn man Anna Gavalda-Fan ist, dann ist es was, glaube ich, für jemanden. Aber wenn man noch nichts mit der Autorin zu tun hatte, sollte man vielleicht erst ein anderes Werk von ihr lesen. Als nächstes möchte ich euch gleich zwei Bücher vorstellen. Ich habe zufällig zwei Bücher gelesen, die sehr verwandt miteinander sind. Die haben beides gleiche Genre und es dreht sich um sehr ähnliche Inhalte. Und deswegen dachte ich, dass ich einfach mal diese beiden Bücher in meinem Lesemonat so ein bisschen nebeneinander stelle, weil das habe ich eigentlich nicht so häufig, dass sich zwei Bücher so sehr ähneln. Welche das sind, ist einmal Die Insel der besonderen Kinder und einmal Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Ich würde jetzt einfach mal mit dem hier anfangen, weil ich das Buch zuerst gelesen habe. Das Buch ist ein Serienbeginn von Ransom Riggs und das Besondere an dem Buch ist, dass es hier diese Bilder dieser unheimlichen Kinder gibt. Und es gibt sehr, sehr viele Bilder. Ich möchte euch jetzt nur mal hier der Junge, der so einen Stein trägt oder auf dem Hinterkopf diese Maske. Und das Tolle ist, also es gibt unglaublich viele von diesen Bildern hier drin, wie ihr schon seht, dass jedes Bild nicht zufällig da reingesetzt wurde, damit man was zum Gucken hat, sondern dass jedes Bild wirklich mit dem Text zu tun hat, was da gerade passiert. Also zum Beispiel am Anfang findet man quasi ein bisschen random Bilder. Und das sind einfach Bilder, die Jakob auch so findet und sich anschaut und darüber Gedanken macht. Und später findet er auch mal andere Bilder oder es werden ihm Bilder gezeigt, die eben in dieser Geschichte eine besondere Bedeutung haben. Zur Geschichte selber. Jakob ist der Enkel eines ganz besonderen Mannes, der dann auch gleich zu Anfang der Geschichte leider auf sehr mysteriöse Weise sterben muss. Jakob ist sich nicht so ganz sicher, was da passiert ist. Jakob hat seinen Opa noch kurz bevor er dann verstorben ist,
gefunden. Er weiß nicht genau, was ihn getötet hat. War es ein wildes Tier oder war es etwas Übernatürliches? Diese Frage bleibt auch sehr, sehr lange offen, bis ungefähr zur Hälfte dieses Buches. Jakob reist zur Spurensuche auf eine Insel, wie der Name schon sagt, die Insel der besonderen Kinder, und versucht eben mehr über diese Fotos, die er am Anfang findet, und die Kinder und natürlich auch über seinen Opa in Erfahrung zu bringen und was da so miteinander zusammenhängt. Und ich muss sagen, bis zu diesem Punkt fand ich es auch sehr spannend. Und dann wird so ein bisschen aufgelöst. Es ist nicht der komplette Plot, der dann aufgelöst wird, aber ein sehr großer Teil. Und ab da wird es leider sehr langatmig. Aber ich bin total begeistert von dem, wie das Buch gesetzt ist. Ich habe das selten, dass ich so durch die Seiten geflogen bin. Ich weiß es nicht, ob es die Schriftgröße ist oder die Größe von dem Buch, aber ich bin total begeistert. Ich habe noch nie allein nur ein Buch weitergelesen, weil ich irgendwie so Spaß daran hatte, wie dieses Buch formatiert war und wie es gesetzt war. Es hat mich so geflasht. Warum sind nicht alle Bücher so? Warum lassen die sich nicht alle so leicht zu lesen? Da hat sich jemand irgendwie Gedanken gemacht, wie ist die perfekte Anzahl von Sätzen oder von Wörtern in einem Satz und wie weit müssen die auseinander sein? Hat mich wirklich, und jetzt wiederhole ich mich zum 10. Mal, sau begeistert. So, und dann kommen wir zum Mr. Parnassus. Dieser Mr. Parnassus hat eben sein eigenes Heim, auch auf einer Insel. Und da ist dann auch schon die erste Ähnlichkeit. Beides spielt auf einer Insel. Und beides geht eben um irgendwie magische Dinge, um besondere Kinder und um die Art und Weise, wie diese Kinder leben, ihr Leben gestalten und von der Gesellschaft auch wahrgenommen werden. Wir folgen hier aber nicht Mr. Parnassus, sondern Linus Barker. Linus Barker arbeitet in der Behörde für magisch begabte Kinder, also in einer Behörde, die sich darum kümmert, dass diese Kinder ordentlich untergebracht sind in den Heimen. Also wenn es einen Vorfall gibt, reist da Linus Barker hin, schaut sich an, was da vorgefallen ist und gibt eben seine Empfehlungen ab, ob das einfach nur ein Unfall war oder ob eben da etwas für den Schutz der Kinder getan werden muss. Linus nimmt das sehr ernst und das mag ich auch an ihm, aber diese Behörde an sich ist nicht so richtig zu greifen. In dem Buch gibt es halt einfach nur dieses Schwarz-Weiß, vor allem was diese Behörde diesen Gegenspieler angibt. Die Behörde, habe ich das Gefühl, ist nur erschaffen worden, um eben den Gegenspieler für Linus und Mr. Parnassus zu sein. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das hätte einfach viel mehr Potenzial gehabt, um wirklich eine interessante Geschichte mit Tiefgang zu werden. Ich weiß, es gibt ganz viele, die dieses Buch rezensiert haben oder die es selber gelesen haben und sagen, das ist ein Buch, das jeder gelesen haben muss, weil es einfach so viele Grundweisheiten enthält. Und ja, das Buch hat unglaublich viele Weisheiten, dieses wir sollten uns alle gleich behandeln, auch wenn wir ganz unterschiedlich sind, auch wenn jemand anders ist oder uns Angst einflößt, dann kann er trotzdem der beste Freund werden oder besondere Fähigkeiten haben, die einem helfen, wie auch immer. Ja, das wird vermittelt, aber das wird mit dem Vorschlaghammer vermittelt. Also ich finde, das Buch ist ein Kinderbuch, ein schönes Kinderbuch, aber für Erwachsene einfach viel zu oberflächlich. Man weiß sehr schnell, wohin der Hase läuft, wie sich das entwickelt. Und es ist jetzt nicht so, am Ende sagt, oh, das hätte ich jetzt nicht geahnt, dass so das Ende ausschaut. Auch die Sprache an sich hat mich jetzt echt nicht so begeistert. Sie ist super leicht zu lesen, super verständlich, aber sie ist eben auch sehr einfach. Also es sind so Dinge wie, er ging zur Tür, machte die Tür auf und begrüßte XY, der Vorstand. Oder es gibt auch sehr viele ähnliche Satzanfänge. Das kommt immer und immer wieder vor, wie zum Beispiel, er stelle den Koffer neben dem Bett ab. Er entledigte sich der nassen Sachen.
Er zog sein Pyjama an, er fütterte seine Katze. Er versuchte etwas zu essen, aber war nicht besonders hungrig. Er setzte sich in seinen Sessel, erhob sich aus seinem Sessel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal ein Satz, womit er anfängt. Und ich weiß, es soll ein Stilmittel sein, aber für einen Erwachsenen ist es unglaublich ermüdend zu lesen. Und was mich auch genervt hat, ist, dass immer wieder durchgekaut wird, was Linus selbst für Probleme und Ängste hat. Also nach dem 10. Mal weiß ich es und muss es nicht nochmal vorgekaut bekommen. Ich weiß nicht, ob selbst das für ein Jugendbuch zu arg ist. Also zu einfach gehalten. Also dann vielleicht noch eher ein Kinderbuch, aber für ein Kinderbuch ist irgendwie, naja, also es ist schon allein zu dick für ein Kinderbuch. Das hat fast 500 Seiten. Für ein Jugendbuch ist es irgendwie zu oberflächlich. Irgendwie möchte dieses Buch alles sein und ist damit aber für mich eigentlich eher nichts geworden. Das Buch könnte für mich ein Drittel gekürzt sein und das, was ich hier so toll am Satz fand, ist hier grausam. Das Buch ist echt groß, wenn ich das mal so nebeneinander halte und es ist auch super dick, also man kann schwer in der Hand halten und man hätte aber den Satz oder beziehungsweise diese Ränder viel kleiner halten können. Also ich finde, das hier hätte an Weiß total gelangt. Und wenn dann hier ein Zentimeter weniger gewesen wäre, dann wäre dieses Buch einfach um einiges handlicher gewesen. Es hat keinen Spaß gemacht, es zu lesen. Es war langatmig. Es ist ein süßes Buch. Es sind goldige Charaktere. Aber es langt einfach nicht für ein Buch, das man gelesen haben muss. Und wenn ich es selber als Kind gelesen hätte, dann wäre es mir total sauer aufgestoßen, dass die Kinder, die auch durchaus mal was angestellt haben oder eben nicht immer das Richtige machen, immer damit so abgetan werden, es sind doch nur Kinder. Wo ich mir denke, ja, es sind nur Kinder, aber auch ein Kind, vor allem die Kinder, die jetzt hier drin sind, sind keine Babys mehr. Auch die müssen verstehen, dass sie nicht alles machen können und dass es für die keine Konsequenzen gibt. Ja. Süß, aber ich würde den maximal von der Schulnote, und das ist schon sehr wohlgewollt, eine 3 geben mit befriedigend, aber für gut fehlt hier einfach der Tiefgang. Und hier übrigens auch. So, ihr merkt schon, auch der Mai war für mich emotional mal wieder alles andere als einfach, weil ich nämlich schon wieder einen Stapel Bücher gelesen habe und wir sind noch nicht am Ende. Es kommen noch mal 2 Bücher. Ein neuer Tag, ein neues Setting, wahrscheinlich ein anderer Ton. Es tut mir ganz arg leid, aber ich habe letzte Woche einfach die Technik nicht mehr unter Kontrolle gebracht und mich hat sie dann irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, okay, ich höre für heute auf und mache das von anders fertig. Deswegen jetzt der Lesemonat ein bisschen anders als sonst, aber ich denke, das macht euch nicht viel aus. Wir fangen, also für euch geht's weiter, ich fange an mit Love to Share von Beth O'Leary. Hier geht es um Tiffy. Tiffy hat sich von ihrem Freund getrennt. Das war eine ziemlich schwierige Beziehung on-off. Und ja, sie ist jetzt auf der Suche nach einer neuen Bleibe, denn bei ihrem Ex kann sie nicht mehr bleiben. Das Problem ist aber auch, dass sie wenig Geld verdient. Sie ist nämlich Lektorin eines kleinen Verlages, das DIY-Bücher rausbringt. Also zum Beispiel, wie häkel ich mir meinen Pulli selber oder wie mache ich aus Müll Schmuck, solche Dinge eben. Und ja, das wirft nicht viel für sie ab, aber es ist ihr Herzensjob, sie macht ihn wirklich gerne. Sie möchte auf gar keinen Fall wechseln und deswegen sucht sie sich eben eine Wohnung in ihrer Preisklasse. Diese Wohnung muss sie sich aber mit Leon teilen. Leon arbeitet auf der Palliativstation und das vor allem nachts. Das heißt, tagsüber, wenn Tiffy in der Arbeit ist, ist er in der Wohnung und schläft. Und nachts, wenn er in der Arbeit ist, ist eben Tiffy in der Wohnung und schläft.
Und die beiden lernen sich nicht kennen. Sie haben ausschließlich über SMS Kontakt und die Wohnungseinführung übernimmt Leons Freundin. Die beiden lernen sich dann aber trotzdem im Laufe der Zeit kennen. Nämlich, und das ist das Besondere, was dieses Buch zuckersüß macht, sie lernen sich über Post-its kennen, die auch so hier abgedruckt sind. Also das, was sie schreiben, ist wortwörtlich hier wiedergegeben. Und eine ganz leichte Lektüre. Ich finde, ja, es ist eine Liebesgeschichte, es ist keine mega anspruchsvolle Literatur, aber wenn man einfach mal was Schönes für zwischendrin braucht, was nicht ganz so kitschig ist, wo einfach, ja, ein bisschen ein Kniff drin ist, dann ist man hier, finde ich, absolut richtig aufgehoben. Hier steht auch, Liebe ist die halbe Miete. Also man bekommt auch immer mit, dass es sich vor allem um diese Mietwohnung dreht. Und ja, Love to Share, ich glaube, der Name sagt schon aus, dass die beiden früher oder später zusammenkommen werden. Ein bisschen Kritik habe ich natürlich auch am Buch. Es ist halt mal wieder so ein 500, naja, 480 Seiten Roman. Ich finde einfach so 100 Seiten weniger und ein bisschen weniger Gejammer, vor allem von Tiffys Seite, hätte mir gut gefallen. Aber was cool war, dass man regelmäßig zwischen Tiffy und Leon hin und her springt. Also man lernt die beiden auch aus beider Sicht kennen. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, die beiden aus den Augen von des jeweiligen anderen zu beobachten. Dann habe ich euch ja erzählt, dass ich auf der Buchmesse auf einem Blogger-Treffen war und da war Caroline Wahl zu Besuch. Man konnte ihr Fragen stellen und es wurden auch vom Verlag Fragen gestellt. Der Verlag war der Dumont Verlag und der hat uns auch Bücher geschenkt. Und hier habe ich die 22 Bahnen von der Autorin. Ich finde, das Cover ist richtig schön gestaltet. Das geht hier so einmal rum. Das muss ich wirklich sagen, das schafft der Dumont Verlag immer wieder, richtig, richtig hübsche Cover auf den Weg zu bringen. Da gibt es nicht so viele Verlage, finde ich, die das machen. Also ich bin ehrlich gesagt kein Fan von diesen klassischen Lux-Büchern zum Beispiel, wo, finde ich, jedes Buch ähnlich oder gleich ausschaut, alles in diesen pastelligen Tönen, manchmal mit Blumen und meistens mit irgendwelchen Wolken und so. Finde ich mal ein Buch schön, aber ich finde es eine große Kunst, eben immer Titel zu finden, die mit dem Cover übereinstimmen und das ist hier definitiv gut gelungen. So. Viel Vorrede für das Optische. Ah ja, ihr könnt auch gerne mal noch unter den Schutzumschlag schauen. Da ist es jetzt weniger spektakulär. Hier hinten könnt ihr auch Caroline Wahl einmal sehen. Ein ganz junges Mädel, Anfang 20. Es ist ihr Debütroman und mit Debütroman möchte ich grundsätzlich nicht so hart ins Gericht gehen. Das möchte ich vorneweg sagen. Worum geht's? Es geht um Tilda. Tilda ist Mathematikstudentin und das ist eigentlich schon, finde ich, hart genug. Aber sie hat auch noch eine alkoholkranke Mutter zu Hause und eine kleine Schwester Ida, um die sie sich kümmert. Ida ist, glaube ich, so um die 10 Jahre alt, ist also schon aus dem Gröbsten raus, aber natürlich braucht sie eine Mutter und da ist Tilda eher die Mutterrolle als eben ihre eigentliche alkoholkranke Mutter. Weil die Mutter nicht arbeiten geht und auch sich um nicht wirklich ein Einkommen schert, geht Tilda zusätzlich noch an der Supermarktkasse jobben. Und das ist eigentlich ziemlich lustig. Sie zieht immer die Produkte über das Band und rät dann, wer vor ihr steht. So fängt nämlich auch das Buch an. Hafermilch, Mandelmilch, Cashewmus, tiefgefrorene Himbeeren, Hummus, Köln-Haferflocken, Chiasamen, Bananen, Dinkelnudeln, Avocado, Avocado, Avocado. Ich spiele, ich darf nicht hochschauen,
Circa 30, männlich, schlaksig, rahmenlose Brille, Levis-Shirt. Ich rate und sage 30,72 Euro. Schaue endlich hoch, als ich den Levis-Schriftzug sehe, ist das ziemlich cool und vielleicht sogar der bisherige Höhepunkt meines Tages. Es ist zwar eine jüngere Frau, aber das T-Shirt richtig zu erraten, ist schon stark. Es gibt viele Einfälle in dem Buch, so kleine, die ich wirklich genossen habe, aber hier muss man auch dazu sagen, dass die Sprache keine ganz einfache ist. In dem Auszug war es jetzt okay, aber Caroline Wahl macht sehr, sehr viele Einschübe. Also Sätze in Sätzen in Sätzen. Und auch wenn es eine ziemlich frische Sprache ist und auch wenn sie die aktuelle Sprache gut wiedergibt, bin ich wenig Fan von geschriebener Sprache, also so zu schreiben, wie man spricht. Man muss es mögen, es ist auf jeden Fall hier so gewollt, man muss es halt mögen. Für mich hat es den Einstieg in dieses Buch unglaublich schwer gemacht. Das Buch hat nur 200 Seiten, hat sich aber angefühlt, als wäre es ein 500 starkes Buch, rein vom Leseaufwand. Also ich bin nicht wirklich in einen Fluss reingekommen. Es war immer wieder durch die Sprache zäh, nicht unbedingt durch das Erlebte, aber die Sprache hat sich, finde ich, sehr, sehr gezogen. Was ich auch ein bisschen vermisst habe, ist den Sommer, den dieses Buch optisch versprüht. Klar, Tilde ist in einer schwierigen Position und es fängt sehr dunkel an und im Laufe des Buches wird ihre Stimmung auch ein bisschen besser, aber irgendwie kommt für mich der Sommerroman nicht durch und das fand ich ein bisschen schade, weil mit diesen 22 Bahnen, die Tilde jeden Tag im Freibad schwimmt, ist eigentlich genug Potenzial da, um ein richtig gutes Sommerbuch draus zu machen. Und ich finde, nur weil es ein Sommerbuch ist, kann es ja trotzdem Tiefgang haben, kann es ja trotzdem innere Abgründe freilegen. Aber das ist leider für mich nie aufgekommen. Ich würde sagen, im Vergleich zu dem Buch ist das sogar noch der größere Liebesroman, weil es geht um die verschiedenen Lieben, die man haben kann. Einmal ganz klar große und bedingungslose Liebe zu ihrer kleinen Schwester Ida. Dann gibt es da noch den Viktor, den sie immer wieder im Freibad sieht, die Beziehung zu einem Mann. Und dann gibt es noch die Liebe zur Mutter, natürlich, obwohl sie alkoholkrank ist, obwohl sie sogar gewalttätig ist und den beiden Mädels das Leben schwer macht, merkt man trotzdem, es ist halt ihre Mutter und irgendwie kann man nicht anders, als trotzdem irgendwo eine Liebe auch für die Mutter zu empfinden, auch wenn die Mutter das Leben ziemlich schwer von einem macht. Und es gibt natürlich noch eine beste Freundin und auch das ist irgendwie eine Art von Liebesgeschichte. Und hier liegt aber auch schon ein großer Kritikpunkt. Die Beziehung zwischen Ida und Tilda ist wunderschön dargestellt, aber zum Beispiel die Beziehung zu ihrer alkoholkranken Mutter ist mir zu seicht. Also klar, als Teenager gibt es viel Schwarz- und Weiß-Denken, aber auch eine alkoholkranke Mutter hat ihre Beweggründe, warum sie so ist, wie sie ist. Und ich finde, sie ist da in diesem Buch einfach nur ein Gegenspieler und ich finde nicht, dass sie eine größere Rolle, aber eine Rolle mit mehr Schattierung auf jeden Fall benötigt hätte. Genauso wie die Freundin, also ich weiß auch nicht so recht, warum diese beste Freundin hier so hineingeflochten wurde, weil auch die ist ziemlich oberflächlich und auch die Beziehung zu Viktor, sie geht mir einfach nicht tief genug. Aber, und jetzt kommt das, es ist halt ein Debütroman.
Die Ansätze für ein richtig großartiges Buch habe ich in dem Buch gesehen und ich glaube, Caroline Wahl wird noch eine richtig große Autorin werden. Ich glaube, die nächsten Bücher werden einfach noch tiefgreifender und ich möchte auf jeden Fall einen nächsten Roman von ihr lesen. So viel ich weiß, ist noch nichts in Arbeit. Der Roman ist erst dieses Jahr erschienen, aber ich bin mir sicher, dass es schon Ideen gibt und dass es noch einige Romane von ihr geben wird. Und ja, darauf kann ich mich jetzt eigentlich schon mal freuen. Dann sind wir auch schon am Ende vom Lesemonat Mai. Erzählt mal, habt ihr schon die 22 Bahnen gelesen? Ich meine, für das, dass ihr in der Bestsellerliste schon mit ganz oben steht, müssten es ja schon einige zumindest gekauft haben. Und weil die Überleitungen von einem Sommerbuch zum Sommercamp ganz kurz sind, möchte ich hier nochmal kurz aufmerksam machen. Ab 7.7. geht das BookTube Sommercamp los. Es sind 22 Videos von 22 verschiedenen BookTubern. Es gibt jede Menge BookTuber für euch zu entdecken und mein Beitrag kommt dann am 17.7. Da werde ich natürlich nochmal Werbung für machen. Und ich würde mich ganz arg freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und sowohl mein Video als auch die Videos meiner Kollegen mit anschaut. Das wird mit Sicherheit grandios. Da wird einem im Sommer auf jeden Fall nicht langweilig werden. Es wird viel um Bücher gehen, es wird viel um Sommer gehen. Und ja, jetzt möchte ich noch Danke sagen, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich freue mich, euch alle bald wiederzusehen. Tschüss!